Bartosch, Energie. Hallo Afobs, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Marco. Und ich bin der Niklas. Und das ist die große Display Enterprise D. Sie ist da und sie ist riesig. Und sie hat jede Menge Prints. Darüber werden wir sprechen müssen. Ja, müssen wir. Müssen wir, definitiv. Was für ein Ding. Wir haben einen Display, also ein Display-Ständer hier unten und wir haben ein schönes Typschild mit einem modernen Next Generation Sternenflotten-Logo. Mhm. Und eine Länge von 642,5 Metern steht hier. Stimmt das auch? Soweit ich weiß, ja. Soweit du weißt, stimmt das. Ich muss noch mal kurz nachgucken. Ja, genau. Und 460 Meter ist breit, das Original. Mhm. Und 140 Meter hoch. Okay. Wir haben das Set schon mal ausgemessen. Wir haben hier eine Länge von 55,5 cm und eine Breite von 40 cm. Und wenn man das mit den Originalmaßen in Bezug setzt, stellt man fest, Länge und Breite, dieses Verhältnis stimmt exakt. Wir haben einen Maßstab von 1 zu 1150, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ja, 642 Meter werden zu 55,5 cm in der Länge. Ist also im, naja, Original, im fiktiven Original schon ein Riesenschiff. Oh ja, verdammt groß. Riesengroß. Also man kann sagen, fast doppelt so lang wie die USS Enterprise, die momentan als amerikanischer Flugzeugträger noch über die Weltmeere fährt, dieses nukleargetriebene Schiff. klasse. Das müssen wir uns mal ganz genau angucken, aber vorher wollte ich mal kurz den Karton ins Bild holen. Fliegst du die gerade mal beiseite? Ein Karton mit abenteuerlicher Rückseite. Ein großer Karton, 1971 Teile. Wir haben das Branding mit dem dunkelroten Rand und Jean-Luc Picard in der Ecke. Hervorragend. Und wenn man reinschaut, haben wir schick zwei Innenkartons. Eine Box B und eine Box A. Und die ergeben auch noch so ein schönes Bild, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das ist doch mal geil. Die ergeben zwei schöne Bilder. Ja. Weil das ist ein schönes Bild. Und das auch. Herrlich. Ja, und ich würde sagen, großes Set, da lohnt es sich doch auch mal kurz in den Innenkarton zu schauen. Jeden Fall mal in einen. Ah ja. Da ist eine Menge drin, ne? Da ist jede Menge drin, prall gefüllt. Ah, und ich sehe auch die Bauanleitung. Die Bauanleitung ist auch dabei, jawohl. Will sie nicht. Sie ziert sich, sie muss. Sie will so. Nicht. Und noch mehr. Oh ja, da ist noch mehr drin. Ja. Oh ja. Wir haben eine Bauschutzunterteilung, hier beispielsweise eine Tüte 5. Da haben wir eine Tüte 2. Hier haben wir eine Tüte 4. Hier ist eine Tüte 1. Tüte 1, jawohl, es geht sehr anscheinend mit dem Stand los. Und sieht man schon. Und hier blitzen schon die Prints hervor. Ein großes, bedrucktes Teil. Wer unsere USS Enterprise NCC 1701 Dora als Midsize-Modell hat, hier hinten steht's, wird diese Prints bereits kennen. Ja. Oder sind das die Teile? Ja, sind sie, sind es. Die Teile, ja. Die sind bei dem großen Modell allerdings wirklich nur für die Ecken zuständig. Und hier sieht man es schon, hier kommen noch jede Menge mehr dazu. Ist auch das Set mit den meisten Prints, ne? Das ist das Set, müsste ja definitiv mit den meisten Prints sein aus der ersten Welle. Wenn man hier hinten in die Teileliste schaut und das mal durchzählt, stellt man fest, wenn ich mich nicht verzählt habe, dass es 61 Prints sind, davon alleine je 2x14 dieser Curved Slopes 2x4 in zwei Varianten. Also 61 bedruckte Elemente.
Das ist schick, teilweise auch zweifarbig bedruckt. Kommen wir gleich beim Modell noch dazu. Die zweite Innentüte lasse ich jetzt mal zu. Das hier ist eine unnummerierte Tüte. Da sind die ganz, ganz großen Plates drin. Das ergibt Sinn. Das lässt sich so viel besser packen, als wenn die jeweils bei den kleineren Teilen mit dabei wären. Dann kämen die sich mehr. Also da müsst ihr dann immer mal zwischendurch mal reingucken, ob ihr was braucht. Genau. Und wenn wir noch mal ganz kurz einen Blick in die Mitte der Bauanleitung werfen, dann stellen wir fest, dass ich muss jetzt mal einen Teil suchen, der nicht nur Light Blue Stray ist, weil natürlich, wenn ich sage, die Farben der vorherigen Bauschritte sind noch zu sehen und wir reden über ein Modell, das hauptsächlich Light Blue Stray ist, wird es halt trotzdem schwierig. Hier sieht man es. Diese Trans Dark Blue Elemente sind noch als solche zu erkennen. Sie sind einfach nur etwas verblasst in den Hintergrund. Also man sieht immer sehr deutlich, was als nächstes gebaut wird. Das ist, habe ich ja schon oft gesagt, meine Lieblingsart der Bauanleitung. Das macht die Sache einfach. Das macht die Sache einfach, jawohl. Wir haben natürlich sehr viel Light Blue Gray, denn es ist die Enterprise. Und die holen wir uns jetzt doch auch mal wieder zurück. Genau. Und ich tausche jetzt mal Teile gegen heißen Earl Grey. Prost. Prost. So, das sieht ja schon verdammt groß aus. Du hast gesagt, sie ist 642 Meter lang. Wie viele Decks hat sie dann eigentlich? 42. Musste etwas lachen, als ich die Zahl gehört habe. Aber ja, genau, 42 Decks. Ja, das ist die Antwort auf alle Fragen. Ne? Deswegen. 42 Decks, hervorragend. Und das geht dann ganz oben hier mit der Brücke los. Genau, das hier oben, das ist die Brücke. Ja. Hier unten irgendwo, das ist 10 vorne. Wo? Man sieht es eigentlich. Ah. Das hier ist 10 vorne tatsächlich. Ach ja, okay. Cool. Also kennt man ja in der Serie, wer die geguckt hat, ne, das ist so die Bar von dem Schiff. Ja. Da geht man mal immer rein, wenn man. Mit einer ganz besonderen Barkeeperin. Oh ja. Oh ja. Sehr besonders. Klasse. Okay. Da ist 10. Ich hätte jetzt 10 vorne irgendwie hier vermutet, dann hätte ich mich aber geirrt. Ich hatte mich schon gewundert, dass zwischen hier und hier 10 Decks liegen, aber die ist da. Ja, wenn du dir die Serie nochmal anguckst, dann siehst du ja auch, dass die Scheiben so gebogen sind. Ja. Ich habe viele Folgen gesehen, aber nicht alle. Und ich glaube, dass ich Folgen gesehen habe, ist deutlich länger her als bei dir. Deswegen bin ich sehr froh, dass du bei mir bist. Du bist der deutlich größere Trekkie als ich. Okay. 42 Decks. Jetzt schauen wir mal so nach Details. Ich meine, wir haben hier so Trans Red. Ja. Ich glaube, das hat was mit dem Antrieb zu tun. Das ist der Impulsantrieb jeweils. Der Impulsantrieb. Und im Original lässt sie sich ja separieren in Untertassensektion und Kampfsektion. Genau. Es sind Noppensteine, separieren könnte das hier auch. Ist allerdings nicht dafür vorgesehen. Die Verbindung soll im Gegenteil möglichst stabil sein. Ja. Das ist natürlich schwierig, sowas dann noch einzubauen. Vor allem, wenn man sich die Folgen anguckt, wo die Autoseparation durchgeführt wird, das ist halt komplett flach. Also, ja. Ich weiß nicht, wie die Verbindung in der Serie machen bei uns. Hält sie auf jeden Fall. Ja. Okay. Also, hier haben wir Impulsantrieb, hier haben wir natürlich die Warp-Gondeln. Ist klar. Mhm. Was haben wir noch? Wir haben hier natürlich hier. Zeigen wir am besten mal mit einer schönen Kamerafahrt. Hier steht die Schiffskennung 1701D. Mhm. Hier über 5 große Curved Slopes. Was sind denn das? Sind das 2x8er? Oder 2x7er? 2x8er, jawohl. 2x8er sind das, ja. USS Enterprise NCC 1701D. Und das N und das C, die gehen ja hier ineinander über. Und das sieht absolut korrekt aus. Da ist keine Abweichung. Nein, auch hier bei den Linien nicht. Das sind ja mehrere Fliesen hintereinander. Das passt. Und das gefällt mir sehr gut. Jawohl. Ich meine, es ist ein Riesenschiff. Wie viel 1000 Mann Besatzung passen da denn rein? Also, das Schiff hat um die 1000 Mann Besatzung. Das schwankt immer so ein bisschen, mal sind es ein paar mehr, mal ein bisschen weniger. Das kommt natürlich ein bisschen so auf die, kommt auch ein bisschen auf die Folgen an. Auf die Außeneinsätze. Ja, auf die Außeneinsätze. Wobei, ich glaube, Kirk hatte nicht Kirk einen größeren Verschleiß? Ja, der hat irgendwie, ich habe mal gelesen, irgendwas 13-14% oder so seiner Crew im Laufe der Jahre verloren. Du meine Das Güte. Ist nicht besonders gut. Ja. Aber ich meine, sie kann bis zu 2000 Leute aufnehmen.
Also für so Situationen, wenn dann mal was evakuiert werden muss oder so. Ich meine, bei 42 Deck und so, ich meine, klar, in der Untertasse ist natürlich am meisten Platz. Und hier unten ist halt sehr viel Maschinenraum. Sehr viel Technik. Ja. Sehr viel Technik, also weniger Crew. Die Crew wird wahrscheinlich komplett hier oben irgendwo ihre Quartiere haben. Aber ja, okay, also hier oben ist die Brücke. Mhm. Ich weiß, das Schiff hat ja auch so eine, hat die D auch so eine Captain's Yacht? War damals geplant. Also die ist wohl von Anfang an in der Serie eingeplant worden. Aber man hat es halt nie geschafft, sie zum Einsatz zu bringen. Und die wäre dann, glaube ich, an der Unterseite der Untertassensektion. Genau, also die wäre jetzt quasi da, wo hier unsere Transclear-Stütze sitzt. Ja. Da oben säße die drin und könnte dann ablegen. Aber wie gesagt, sie hat es leider nie in die Serie geschafft. Ja, weil ich weiß, das hat die Voyager beispielsweise auch so ein kleines, also größeres Shuttle quasi, so eine Yacht für den Kapitän, mit der Kapitän dann mal ganz exklusiv losfliegen kann. Genau. Aber das sieht man dann in den Technical Handouts und in den Serien sieht man es halt häufig nicht, weil sowas ja auch dann Geld in der Produktion kostet. Also bisher sieht man es auch, glaube ich, nur im Film, also von der E. Da sieht man ja, wie die Yacht ab und andockt und das war es dann, glaube ich, schon. Ja. Hast du noch andere Fun Facts zur Enterprise oder ihrer Besatzung, von denen ich jetzt nichts weiß? Ein paar. Also es ist das zweite Schiff der Galaxy-Klasse, weil es hatte noch ein Schwesterschiff, die Yamato. Die ist ein Jahr vorher in Dienst gestellt worden. Hm. Es hatte auch ein paar andere Kapitäne. Ich hätte jetzt gedacht, dass das Typschiff die USS Galaxy gewesen wäre, aber die... Ja, das hat mich auch gewundert, aber tatsächlich, also die Galaxy gab es auch, aber die ist, ich weiß, also da weiß ich nicht genau, wann die in Dienst gestellt worden ist. Neben Jean-Luc Picard, der damals das Kommando übernommen hat, gab es noch ein paar andere Kapitäne, die mal so zwischendurch waren, zum Beispiel Captain Jellico, der hat mal vorübergehend das Kommando übernommen, dann natürlich Riker, klar, aber auch zum Beispiel Dr. Crusher hat ein paar Mal öfter das Kommando übernommen. Ich erinnere mich an das Ende einer Folge, in der Data in seiner letzten Amtshandlung als Acting Captain Picard ins Bett schickt. Also müsste eigentlich auch Data mal das Kommando gehabt haben. Der auch, ja. Und Geordi hatte auch schon mal das Kommando. Da gibt es eine schöne Szene, wo er nämlich das Kommando hat und die Autoseparation durchführt. Und Picard, als er dann wieder zurück auf dem Schiff ist, ihm ganz klar gesagt, ich habe Ihnen ein vollständiges Schiff übergeben und ich verlange es auch vollständig zurück. Hervorragend. Solange sie den Wesley Crusher nicht ranlassen, ist alles gut. Okay. Sieht echt gelungen aus. Und ich habe hier mal die Eckdaten. Das ist unsere USS Enterprise NCC 1701D, das Displaymodell. Ein Bluebricks Pro Set mit der Setnummer 104184. 1971 Teile, darunter 61 Prints, für 199,95 €. 55,5 cm ist es lang, 40 cm breit und 17 cm hoch mit dem Standfuß. Also das ist nicht nur das Schiff. Mit Standfuß. Komplexität, guter Durchschnitt, würde ich sagen. Du hast doch ein paar witzige Teile dabei, die dem Schiff beiliegen. Also zum einen ein sehr Science-Fiction-artiger Teiletrenner. Genau, der Teiletrenner, den man immer mal gut gebrauchen kann. Dann haben wir hier unser Einzelnockentool. Das kennt ihr sicherlich, wenn ihr andere Sets von uns aufgebaut habt, dann kennt ihr diese kleinen Das liegt bei den neuesten Sets von uns liegt es bei. Ja. Bei etwas Älteren, die schon diese Einzelnoppe benutzen, nicht. Genau. Aber ich glaube, dass alle von euch irgendwie eine Bar zu Hause haben. Ja. Und früher oder später werdet ihr, wenn ihr ein paar von unseren Sets erwerbt, von diesen speziellen blauen, weil Bluebricks, Einzelnoppen-Tools immer mehr im Vorrat haben. Genau. Und dann haben wir auch noch, das ist nämlich auch ziemlich häufig in dem Teil verbaut, diese schöne 1x1-Plate, die aber an beiden Seiten Noppen hat. Ja. Das ist sehr nützlich. Auch ein Baurichtungsumkehrer. Genau. Wird halt auch ein paar Mal im Set verbaut. Ja. Denn wir haben hier Noppen oben, Noppen unten. Es wird soll ja möglichst originalgetreu aussehen. Und deshalb muss die Baurichtung auch schon das eine oder andere Mal umgekehrt werden. Ja. Ja, klasse. Die Enterprise D ist also gelandet. Und wenn... alles gut geht, wir zum Zeitpunkt, zu dem wir das Video drehen, werden wir euch demnächst auch das andere große Displaymodell vorstellen können.
Ja. Und für heute war es das damit aus dem Noppenstein-Studio. Ja. Noppensteine kann man nie genug haben. Hm? Bald gibt es noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. Guter Replikator. Sehr guter.